Hey Leute, hier ist euer Anwaltskönig und wundert euch nicht, warum da so leer ist, denn ich benutze gerade die Harry Potter Box, um mein Handy anzulehnen. Auf jeden Fall gibt es wieder drei neue Marvel-Filme, die ich mir besorgt habe. Und zwar ist das einmal Deadpool. Den muss ich mal kurz ein bisschen die Kamera runter machen, damit das ein bisschen. Okay, nein. Ja, Deadpool. Machen wir direkt auch auf. Da war so eine Aktion, also was heißt eine Aktion? Er war in einer Aktion drin, aber ich habe die Aktion nicht genutzt. Irgendwie geht das gerade nicht auf. Einen Moment. Das ist wieder so ein Panzerfolie oder so. Ich habe auf. Deadpool, jeder kennt ihn. Ein ganz komischer Superheld. Lustiger Superheld auf jeden Fall. Machen wir auf und dann zeigt uns direkt Deadpool den Daumen. Kein Mende-Cover leider. Aber immerhin ein schönes Motiv sozusagen für die CD. Hier an der Seite sieht man auch, er chillt da sein komplett live einfach. Dann hätten wir, und auf den freue ich mich schon sowas von, Logan. Wolverine, mein Lieblingshero. EU West. Ihr wisst Bescheid, ich glaube, die CD ist locker. Habe ich so das Gefühl, das hört sich so an. Machen wir mal auf. Nein, die CD fliegt nicht. Das sind so Werbung für Legion. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Hier noch ein paar Werbung. Dingskirchen. Hier die CD. Mega schön. Mit Wendecover? Nope, natürlich nicht. Aber immerhin ein sehr schönes Bild. Und jetzt kommen wir zu einem sehr etwas älteren Marvel-Film. Wann wurde der gemacht? Boah, ich weiß es nicht. Steht hier nicht. 1988, glaube ich. What? Nein, so lang, meinst du? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir schreiben, und zwar ist es The Punisher mit Dolph Lundgren, wenn er so ausgesprochen wird. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Punisher noch. Und dann gibt es die Serie der Punisher, und ich habe mir erstmal den geholt, war ja auch günstig. Habe ich mir direkt geholt. Gucken. So. Boah, ist immer so schwer hier die Folie erst abzumachen, aber naja. Ich habe 16 Jahren mit zwei Discs. Ja, spannend jetzt. Okay. Was haben wir hier? Ich glaube, hier haben wir den Film und hier haben wir was? Bonusmaterial, jo. Bonusmaterial. Oh! Und ein schönes Wendecover. Yay! Der Punisher hat wenigstens ein Wendecover. Wow. Geil. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr auf Marvel steht. Wenn ihr auf Marvel steht, wer ist euer Lieblingshero? Meiner ist ganz klar Logan, aka The Wolverine und Spider-Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.